Sag mal, kauft ihr im Winter euren Salat und euer frisches Gemüse aus dem Supermarkt? Okay, zugegeben, ich kaufe natürlich auch im Winter Sachen dazu, aber immer weniger, denn den Großteil meines Gemüses und meiner Salate baue ich tatsächlich selber an. Und was hier so alles wächst und ganz viele Tipps und auch einige Experimente für dieses Jahr, das seht ihr in diesem Video. Ein wichtiger Teil meiner Winterernte und Winterselbstversorgung mit frischen Lebensmitteln, das macht inzwischen dieser Tunnel hier aus und der ist inzwischen voll besetzt. Alles ist mit Pflanzen voll, auch wenn man die jetzt noch nicht wirklich sieht. Was man gut sehen kann, das sind die Endiviensalate und die hatte ich im letzten Jahr auch. Hier nochmal ein paar Bilder vom letzten Jahr und ihr seht, da ist wirklich eine ganze Menge passiert und das ist auch noch alles mehr geworden und zum Februar, März sind die Sachen wirklich explodiert und ich konnte mich über Wochen von diesen Sachen ernähren. Aber zurück zum Endiviensalat. Hier kann man was Interessantes beobachten, was Tunnel anbelangt. Die Endiviensalate hier außen, die sind wesentlich größer als die hier drinnen. Woran liegt das? Ja, ganz klar, ich habe nicht oft genug hier drin gegossen. Einmal sogar 2 Wochen gar nicht und alle haben überlebt. Und die Sachen, die an den Rändern stehen, wenn es regnet, das Wasser wird durch die Erde nach innen geleitet. Die Erde wird feucht, die Wurzeln von den Salaten können sich das holen. Und die in der Mitte haben halt weniger abbekommen. Inzwischen haben auch die lange Wurzeln und auch wenn es hier mal eine Woche nichts passieren würde mit Gießen, dann würden die sich da auch mehr Feuchtigkeit holen. Aber gleich kommen wir noch mal ein bisschen zu einer Bewässerungsmethode für den Tunnel. Zuvor aber noch, was ist alles drin? Hier ist Feldsalat, da hinten sind Winterkopfsalate, wie gesagt Endiviensalat. Tomaten stehen noch, aber nicht mehr lange. Dazwischen Asiasalate, verschiedene Sorten und da hinten noch Posteleien. Im letzten Jahr hatte ich noch 2 Reihen Radieschen und Rucola. Rucola überlege ich mir noch. Ich glaube, da kann ich von Marcel ein paar Jungpflanzen haben. Der hat die gesät, ich habe es vergessen. Und dann ist der Tunnel aber auch wirklich voll. Und eine Sache habe ich auch noch gemacht. Ich habe an den äußersten Rändern, dieses Mal auf dieser Seite, weil ich es im letzten Jahr da hatte, Knoblauch gesetzt. Wieder die Sorte Sprint. Also hiervon bin ich jedes Mal richtig begeistert. Tomaten ernten im November. Wir haben fast Mitte November, müsst ihr euch mal vorstellen. Okay, hier im Tunnel, draußen geht es nicht mehr. Die haben Kraut- und Braunfäule, egal. Die Tomaten werden trotzdem noch reif und die schmecken tatsächlich auch noch sehr gut. Das Eigentliche, was ich euch hier aber zeigen wollte, ist, schaut euch mal den oberen Teil der Pflanze an. Da sind noch mal richtig viele Blüten und jetzt auch noch Früchte dran gekommen. Und zeitlich passte das zusammen mit der 2. Düngung. Die habe ich durch das Blumat-System gejagt. Dieses Produkt, diesen Flüssigdünger, verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Hat wirklich gut funktioniert, hat einen guten P- und K-Wert, also weniger N, ist nicht mehr fürs Wachstum, aber es hat richtig sehr gut funktioniert, dass die Blütenbildung und die Fruchtbildung nochmal angeregt wurde. Und im nächsten Jahr, denke ich, mache ich das einfach einen Monat früher und kann von den Tomaten dann auch noch ein ganzes Stück mehr ernten. Aber das Wichtigste ist, die schmecken jetzt noch super gut. Im hinteren Teil des Tunnels auf dieser Seite stehen verschiedene Winterkopfsalate, dieselben nochmal im Freiland, nur mal um zu beobachten, wie die Entwicklung sein wird. Und natürlich, ich hoffe, hier im Tunnel wird das wesentlich schneller erntereif sein als die im Freiland. Und im Freiland, die sind ja auch für den Überwinterungsanbau vorgesehen. Die hier im Tunnel, da hoffe ich, dass ich die irgendwann direkt im neuen Jahr ernten kann. Eins meiner Experimente dieses Jahr findet im Tunnel statt, hatte ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen, bin aber zu neugierig, wie die funktionieren, und zwar eine Erweiterung der Blumat-Tropfer. Ihr kennt das ja, diese Tropfer hier, da kam eigentlich immer eine an eine Pflanze, aber was ist, wenn man ganz viele kleine in Reihe hat, wie zum Beispiel meine 10 Reihen Feldsalat oder man hat hier was ausgesät? Wie soll man da die Tropfer setzen? Und das geht ja natürlich dann auch ein bisschen ins Geld. Deshalb gibt es von Blumat die sogenannten Verteiltropfer. Da wird bei den normalen Tropfern der mitgelieferte 3 mm Schlauch mit dem T-Stück einfach rausgezogen. Man schneidet sich bis maximal 1 Meter von der 3 mm Rolle, die es auch bei uns gibt, ein Stück und
führt das durch den Tropfer. Das heißt, der kann wieder als Sensor fungieren. Und die vom Sommer hier, die sind inzwischen leer. Wie gesagt, das Wasser da drin dient nicht zur Bewässerung. Das ist einfach, damit dieser Sensor arbeiten kann. Die habe ich neu befüllt und jetzt diese Reihen hier verlegt. Dazwischen immer so kleine Tropfer und ich sehe schon, es fängt so langsam auch an, jetzt wirklich zu tropfen. Und hier will ich jetzt Erfahrungen mit sammeln und zwar verschiedene Konfigurationen. Einmal 3 Tropfer über so eine Reihe, einmal nur 2, eine Reihe genau zwischen 2 Reihen. Wie viel muss man da verwenden? Der Hersteller gibt an, Abstände ungefähr 20, 25 cm und so kann man dann eine ganze Reihe vollkriegen. Und was man hier schon sehen kann, ist, dass die Feuchtigkeit sich verteilt, auch zu den Seiten. Also man bewässert nicht nur da, wo das hintropft, sondern noch in einem Areal da drum. Wie groß das sein wird, auch da will ich Erfahrungen sammeln. Und was ich auch noch ausprobieren möchte, auch hier im Tunnel, ist dieser Bewässerungskegel. Ollas werden die genannt und der war bei mir im Hochbeet, da kommt er jetzt raus und der kommt hier an eine Stelle zwischen die Salate und was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass die Wurzeln von den Pflanzen im Hochbeet, das waren ja Korn und Süßkartoffeln, die sind hier an der Außenwand richtig festgewachsen und die ist feucht und die ziehen sich dann die Feuchtigkeit raus und so ein Gerät will ich natürlich auch im Winter nutzen können. Klar, so ganz frostfest wird das nicht sein, aber wenn das hier im Tunnel in dem Boden drin ist, mache ich mir da erstmal weniger Gedanken, dass das Ganze dann platzt, wenn es friert. Und ja, Versuch ist es wert und heißt vielleicht sogar weniger Arbeit. Seht ihr das hier? Ja, genau das, was nicht mehr da ist. Da stand ein prachtvoller Endivien-Salat, so einer wie der hier zum Beispiel, aber jetzt ist da keiner mehr und das liegt nicht daran, dass ich Hunger auf Endivien-Salat hatte und den geerntet habe. Nein, das sind erste Anzeichen, dass hier wieder Ratten zu Werke sind und schaut euch das Rattenvideo aus dem Sommer an, da war ein Experte da, der gibt Tipps und das werde ich jetzt auch 1:1 befolgen, in hier so eine gesicherte Rattenfalle reinstellen, weil vor 2 oder 3 Jahren hatte ich auch Endivien-Salat drin und innerhalb von 2 Nächten war der komplett weggefressen und tut mir leid bei aller Tierliebe, das geht nicht. Ihr seht vielleicht, der Tunnel hat so einen leichten Grünstich jetzt bekommen über das Jahr. Das ist ganz normal, den werde ich auch jetzt nicht putzen, das ist so ein bisschen Algen oder so, naja, wisst ihr schon, so ein grünes Zeugs, was da halt dran wächst. Mache ich jedes Mal im Frühjahr einmal neu. Liegt auch ein bisschen daran an den Bäumen, die hier hinter uns wachsen. Und das ist gar nicht schlimm. Das geht mir ein bisschen. Ich nehme Orangenkraftreiniger, geht das super ab. Mache ich jetzt nicht. Im Frühjahr reicht das. Und dann ist die Folie auch wieder total klar. Eine Modifikation, die ich aber im nächsten Jahr machen möchte, ist, ich möchte die Rückwand rausnehmen und eine neue Rückwand reinmachen. Also wieder Folie mit Omega-Klemmen. Erstmal, um diese Falten wegzukriegen, dann sehe ich ein bisschen besser, ob da, was da unten so passiert, ob meine Rattenbarriere gut funktioniert und vielleicht irgendein Fenster rein oder 2 Ventilatoren mit 2 kleinen Solarzellen, die oben drauf kommen, also so PC-Lüfter. Das Ganze, dass es auf Feuchtigkeit nicht so reagiert und direkt kaputt geht, dass einfach hier Luft reingeblasen wird und wir einen kontinuierlichen Luftstrom haben, um die Tomaten und was hier drin steht, noch ein bisschen mehr vor Pilzkrankheiten zu schützen. An dieser Stelle noch 2 Worte zu dem Tunnel. Der ist von FVG-Folien, mit denen arbeite ich ja schon seit 4 Jahren ungefähr zusammen. Der Tunnel hat jetzt sein 3. Jahr hier erlebt, ohne dass irgendwas kaputt gegangen ist, jeden Orkan überstanden. Und 2 Mitteilungen von FVG an dieser Stelle. Für die von euch aus der Schweiz, FVG liefert jetzt die Tunnel auch in die Schweiz. Und das zweite ist, ihr wisst ja, ich habe meinen Gemüsegarten-Saatgutkalender für 2023 gemacht. Den gibt es ja eigentlich nur bei uns bei burago.de. Aber für die von euch, die bis zum Ende des Jahres oder Weihnachten, weiß ich nicht, da einen Tunnel kaufen oder gewisse Tunnel, da bekommt ihr so einen Kalender kostenlos mit dazu. Steht alles auf deren Website.
Sag mal, ist das in euren Gärten auch so? Hier sind noch mal voll die Ringelblumen ausgetrieben. Die Dahlien haben jetzt noch mal angefangen zu blühen. Auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen sehr bedenklich. Denn, naja, gewisse invasive Schadinsekten haben natürlich in so einem milden Winter jede Chance, den zu überleben und werden sich hier massiv ausbreiten. Also ja, so schön wie das ist, auch das warme Wetter, ein bisschen kühler könnte es schon sein. Hier auf der linken Seite mein Lieblingswinterkohl, der italienische Palmkohl. Auf der anderen Seite, die ist noch nicht so groß, habe ich recht spät gesteckt. Das ist der Altmärker Braunkohl, eine alte deutsche Grünkohlsorte. Ja, und da bin ich sehr gespannt. Und ihr seht, das ist schon mal gar nicht so wenig. Was allerdings noch ein bisschen beachtlicher ist, das ist dieser riesige Grünkohl hier in meinem Mini-Hochbeet. Da muss man sich jetzt auch schon überlegen, was macht man damit? Wir haben so 2, 3 Rezepte, wo Grünkohl reinkommt. Was macht ihr damit? Bin da sehr offen für neue Sachen. Also Grünkohlchips kenne ich schon. Die mache ich tatsächlich lieber aus dem Palmkohl. Aber ja, wie gesagt, für irgendwelche Anregungen bin ich euch sehr dankbar. Die Neuentdeckung an Nutzpflanzen dieses Jahr für mich, das ist der Chinese Pink Celery. Das ist so ein Staudensellerie, der wird aber nicht so ganz groß wie den, den wir kennen. Und der hat, wie ihr hier seht, richtig rosa Schäfte. Ist ein bisschen milder, aber ästhetisch gesehen muss ich schon zugeben, macht der kräftig was her. Und bis jetzt keine Probleme mit der Kälte. Schmecken tut er ja wirklich gut, ein bisschen milder als den normalen, kann man so essen, kann man aber auch zum Kochen verwenden. Echt eine schöne Pflanze, kommt im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder hier in diesen Garten. Auch in meinen Freilandbeeten hat sich eine ganze Menge getan. Hier vor uns das Beet, da ist Knoblauch drin, der Terrador. Hier hinter kommt noch Knoblauch und wie ihr mich kennt, der kommt noch an ganz viele andere Stellen. Hier vorne neben die rote Beete, die da noch steht, da sind jetzt ganz viele Winterkopfsalate. Andere Hälfte im Folientunnel. Und was sehr interessant ist, auch die Salatsorte, die am Anfang komplett grün war, fängt jetzt langsam an, sich rötlich durchzufärben. Und die sind eigentlich alle irgendwie rot. Und da sind halt diese Anthocyane da drin, was ein natürliches Frostschutzmittel für die Pflanzen ist. Deshalb halten die es auch aus, wenn es jetzt wirklich anfängt zu frieren. Dann, die sind aber noch sehr klein, Asiasalate. Und hier kommen die Steckzwiebeln. Ja, die habe ich tatsächlich auch noch nicht reingemacht. Mache ich mir aber keine Sorge. Ich weiß, das wird funktionieren. Was hier aber rauswächst, das sind Bohnen. Hat er hier Busch- und Stangenbohnen. Und die fangen jetzt an zu keimen. Das wird natürlich nichts. Aber da kann man mal sehen, dass unsere Nutzpflanzen, also viele davon, eigentlich gar nicht hier für die Natur geschaffen sind. Denn wie würden Bohnen hier den Winter überstehen? An der Pflanze und sich im nächsten Jahr aussäen? Wahrscheinlich nicht. Die meisten würden erfrieren. Also man merkt schon, viele unserer Nutzpflanzen kommen schon aus wärmeren Regionen, auch wenn die hier seit Hunderten von Jahren angebaut werden. Denn diese Bohnen, erster Frost und die sind weg. Zeit für ein weiteres Experiment. Ihr kennt ja, diese Schneckenkrägen werden normalerweise im Winter ja nicht verwendet, aber es gibt zugehörig diese Treibhausdeckel und die passen perfekt hier oben rein. Sind auch einige Löcher drin, dass das Wasser, wenn es regnet, abfließen kann. Und wie die schon heißen, Treibhausdeckel eigentlich fürs Frühjahr, aber ich will was ausprobieren. Und zwar habe ich hier noch eine ganze Reihe an kleinen Posteleinpflanzen vorgezogen. Und hier machen wir mal einen AB-Vergleich. Und zwar im Folientunnel wird so eine Posteleinpflanze richtig groß. Im Freiland, naja, eher kleiner. Im Frühjahr, wenn vielleicht im März, dann passiert noch was. Aber das dann meistens schon zu spät, dann braucht man das Beet wieder. Und ich versuche jetzt mal hier die Schneckenkrägen mit den Treibhausdeckeln für Posteleien zu benutzen. So, reinpflanzen, Deckel drauf und das war's. Aber wir wollen ja auch einen AB-Vergleich haben und deshalb pflanze ich hier vor eins ohne diese Deckel. Und das Experiment daran ist nicht nur, was wächst schneller, da bin ich mir schon recht sicher, das hier drin. Es geht ja auch immer um Ernteverfrühung, Ernteverlängerung. Das heißt, wenn das vielleicht schon in 2, 3 Monaten erntereif ist, braucht das 4 oder 5, um auf eine passable Größe zu kommen. Keine Ahnung, haben mir die Monatszahlen jetzt gerade ausgedacht.
Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich damit meine. Vielleicht kann man damit das Erntefenster ein bisschen auseinanderziehen. Eine Sache, für die ich diesen Tunnel im Winter auch noch nutze, ist, ich werde verschiedene getopfte Pflanzen darin überwintern. Hier zum Beispiel dieses indische Blumenrohr oder so eine Duftgeranie. Die vertragen eigentlich keinen Frost, aber schauen wir mal, wie die sich im Tunnel verhalten. Die stelle ich ganz hinten hin, aber auch so, dass da keine toten Ecken entstehen, wo sich Ratten sehr wohlfühlen. Zur Not habe ich immer noch in meiner Gartenhütte ein ganzes Knäuel an Vlies und wenn es wirklich kalt ist, dann kommt das halt für ein paar Tage da drüber. So. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder zeigen, wie viel Spaß der Anbau von Nahrung im eigenen Garten im Winter machen kann. Das ist so für mich, ich sage es immer wieder, so die Königsdisziplin der Selbstversorgung, nennt es wie ihr es wollt. Und es macht halt auch wirklich Spaß und das Gefühl, aus dem Garten im Winter mit einem ganzen Korb voll frischem Essen zu holen, vor allen Dingen bei den Supermarktpreisen, das ist wirklich unbeschreiblich und ihr solltet es auf jeden Fall in diesem oder in den nächsten Jahren auch mal ausprobieren. So, damit wären wir am Ende dieses Videos angelangt und wie immer sage ich, hat es euch gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben oder zwei und schreibt was in die Kommentare von euren Erfahrungen und so weiter und abonniert diesen Kanal, empfehlt gerne diesen Kanal, falls ihr Leute kennt, die sich auch für dieses Thema interessieren und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao!